Lammfilets mit Gurkennudeln. Zutaten: 4 Personen. 4 Salatgurken, 3 EL Creme Fratke, 1 Bund frischer Kabel, 7 Limone, 1 Knoblauch C, 2 Prisenschwar, unbekanntes Zeichen Zehrpfeffer aus der Mühle, Salz, 8 bis 16 Lammfilets, ca. 60 Gramm, 2 Schalotten, in feine Würfel geschnitten, unterbrochener senkrechter Strich 2 TL Butterschmalz, unterbrochener senkrechter Strich 2 MSP. Currypulver 2 Schuss Weiß, unbekanntes Zeichen Wein 2 TL Butter. Erstens die Salatgurken mit dem Pendelschäler von der Schar, unbekanntes Zeichen Lö, befreien. Das Fruchtfleisch weiter abschälen, so dass lange, bandnudelähnliche Gurkenstreifen entstehen. Damit die Gurkennudeln immer die gleiche Länge und Breite haben, die Gurke beim Schälen immer wieder etwas drehen. Wenn das Kerngehäuse zum Vorschein kommt, mit dem Schälen aufhören. Zweitens die Hälfte des Kerbels haben. In einem Töpfchen Apostroph-Tilde Gurkennudeln mit dem Circonflex-Erbel, Creme Fraiche, Ei, unbekanntes Zeichen Nährprise. Salz, Knoblauch, Saft und Abrieb der Limone unter stetigem Rühren bei mittlerer Hitze langsam unterbrochener senkrechter Strich, mal kräftig erwärmen. Kurz ziehen lassen. Drittens vor dem Servieren den Knoblauch entfernen, eventuell etwas salzen. Mit frischem Pfeffer abrunden, erneut eher unbekanntes Zeichen. Wärmen und, wie zum Beispiel bei Spaghetti, mit einer Gabel etwas aufrollen. Auf tiefe Teller verteilen, mit Kerbel dekorieren, den entstarren. Z. Denen cremigen Gurkenschmorsud mit einem Kugelschneebesen luftig auf. I. Mixen und darüber geben. Vierten Lammfilets in Daumen, unbekanntes Zeichen. Dicke Würfel schneiden. Eine beschichtete Pfanne. Mit dem Butterschmalz eher unbekanntes Zeichen. Hitzen. Mit Salz und Pfeffer. Gewürzte Lammfilets sowie die Schalottenwürfel hinein, unbekanntes Zeichen. Geben und rasch, ca. 45 bis 60 Sekunden, unter häufigem Schwenken von allen Seiten braun anbraten. Mit Kur, unbekanntes Zeichen. Rührpulver bestäuben, durch unbekanntes Zeichen. Rühren und sofort mit einem Schuss Weißwein ablöschen. Butter hinzugeben, gut um unbekanntes Zeichen. Rühren und gleich auf die Gurkennudeln verteilen. Sauerbraten klassisch. Für 4 Personen / Zubereitungszeit 3 Stunden plus Marinierzeit. 750 ml trockener Rotwein, 200 ml Rotweinessig, 2 große Möhren, mittlere Stange Lauch, 150 Gramm Knollensellerie, 1 Petersilienwurzel, 2 Zwiebeln, 4 Wacholderbeeren, 2 Pimentkörner, Nelken, 2 Sternanis, einige schwarze Pfefferkörner, 2 bis 3 Lorbeerblätter, 1,2 Kilogramm Rinderschmorbraten, Salz, 30 ml Öl oder 25 Gramm Butterschmalz, 2 EL Tomatenmark, 50 Gramm Sultaninen, 75 Gramm Pumpernickel, Tee, Rotwein und Essig mischen, Möhren, Lauch, Sellerie und Petersilienwurzel putzen und klein schneiden. Zwiebeln pellen und würfeln. Mit den Wacholder unbekanntes Zeichen Beeren, Pimentkörnern, Nelken, Stern unbekanntes Zeichen Anis, Lorbeerblättern und Pfefferkörnern zum Wein geben. Schmorbraten in die Marinade legen, er muss ganz bedeckt sein, und zugedeckt 2 Tage im Kühlschrank marinieren. Am Tag der Zubereitung das Fleisch aus der Marinade nehmen und trocken tupfen. Marinade durch ein Sieb geben und das Gemüse gut abtropfen lassen. Flüssigkeit auffangen. 4. Das Fleisch salzen. Öl in einem Bräter erhitzen, Fleisch darin rundum braun an unbekanntes Zeichen braten und herausnehmen. I. Marinadengemüse in den Bräter geben und kräftig braten. Tomatenmark dazu geben und weitere 3 Minuten braten. Mit der Marinade ablöschen und das Fleisch wieder in den Bräter geben.
aufkochen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 2-2,1/2 Stunden sanft schmoren. Am Ende der Garzeit das Fleisch aus der Soße nehmen und warm halten. Dann die Soße durch ein Sieb in einen zweiten Topf geben. 7. Sultaninen in den Topf geben, das Brot hineinbröseln. Aufkochen und 2 Minuten kochen lassen. Salzen, even unbekanntes Zeichen. Tüllpfeffern und mit dem in Scheiben geschnittenen Braten servieren. Semmelknödel-Muffins. Für 4 Personen Zubereitungszeit 50 Minuten. 300 Gramm Brötchen vom Vortag, 125 Gramm durchwachsener Speck einer Zwiebel. Ein Bund gelatte Petersilie, 40 Gramm Butter. 3 Eier. 250 Milliliter Milchsalz, Pfeffer, Muskatnussbutter für die Form einer Standard-Muffin-Form. Appenbutter. Für 4 Personen Zubereitungszeit 20 Minuten. 1 Zitrone. 3 EL Öl. 12 Jakobsmuscheln, küchenfertig. Ohne Schale, mit Roggen etwas Salz, 75 Gramm Butter, 40 Gramm Kapern, ein paar Eiles, abgetropft. 2 EL gehackte Petersilie. Pfeffer. Tee, die Zitrone so schälen, dass sämtliches Weiße entfernt wird, und dann in Scheiben schneiden. 2. Eine beschichtete Bratpfanne sehr heiß werden lassen. Das Öl hineingeben und sehr heiß werden lassen. Muscheln salzen und von jeder Seite 30 Sekunden bei sehr hoher Hitze scharf anbraten. Herausnehmen und im 90 Grad heißen Ofen warm halten. Öl aus der Pfanne gießen. Butter hineingeben und braun werden lassen. Kapern und Zitronenscheiben in die Butter geben. Gehackte Petersilie hineingeben. Die Muscheln in der Butter schwenken und alles mit Salz und etwas Pfeffer würzen. Sofort servieren. Dazu passt Baguette oder auch ein kleiner feiner Salat. Elbutfilet mit Buchweizenrisotto. Für 4 Personen Zubereitungszeit 40 Minuten. 2 Schalotten. 2 Knoblauchzehen. 1 Möhre. Eine rote Paprikaschote. 3-4 EL Olivenöl. 150 Gramm Buchweizenschrot. Salz. 30 Gramm Butter. 30 Gramm geriebener Pecorino. 2 EL Creme Fratke. Schwarzer Pfeffer. Etwas Zitronensaft. 4 Heilbuttfilets, 160 Gramm Olivenöl zum Beträufeln, einige Limettenscheiben. Tee, die Schalotten pellen und fein hacken. Knoblauch pellen und in Scheiben schneiden. Möhre schälen und fein würfeln. Paprika vierteln, entkernen und in feine Würfel schneiden. 2 EL Öl in einem Topf erhitzen und die Gemüse zusammen darin 2 Minuten anschwitzen. Buchweizen hineingeben und 375 Milliliter Wasser angießen. Salzen, auf unbekanntes Zeichen kochen und ohne zu rühren 20 Minuten garen. Deckel abnehmen und die flüssig unbekanntes Zeichen kalt im Topf verdampfen lassen. Butter, Käse und Creme Fratke unterheben. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Die kurz vor Ende der Garzeit den Fisch kalt abspülen, mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Das restliche Öl in einer Grillpfanne erhitzen und den Fisch von jeder Seite 2-3 Minuten braten. 4. Den Risotto auf Teller geben und die Fischfilets darauf verteilen. Mit etwas Olivenöl und Limettenscheiben garnieren.